Jo, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Wir machen heute weiter mit der neuen Aktion Reise in Schnappschüssen. Und heute müssen die nächsten beiden Bilder veröffentlicht worden sein, beziehungsweise freigeschaltet worden sein. Und zwar Gasthaus Wangshu. Ein Gasthaus, das fern in der Vorstadt liegt, aber voller Gäste ist. Diese Art von Kontrast sorgt für eine wunderbare, geheimnisvolle Atmosphäre. Das ist wirklich der Hammer. Vielleicht ist der Inhaber oder die Inhaberin von diesem Geschäft jemand mit ausgezeichneten Kampffähigkeiten. Und es wäre schön, wenn wir auch einen scheinbar gewöhnlichen, aber sehr starken Mann mittleren Alters und einen gut aussehenden Burschen hätten, der immer einen kalten Ausdruck im Gesicht hat. Ach, und ein Koch darf nicht fehlen. Es macht mir immer große Freude, eine so lebendige Szene zu zeichnen. Ja, wer hätte das erwartet? Das ist das Gasthaus Wangshu. Zwei Fotopunkte müssen im Bild sein, am Mittag zwischen 11 und 12 oder am Abend 18 bis 24 Uhr und die Figur soll in die Kamera sehen. So, wir sind da. Aber der Punkt ist ja sowieso markiert. Schauen wir mal. Gesicht zur Kamera. Hä? Oh, das war doch Gesicht zur Kamera. Ah, okay. Easy peasy. Nice, Sue. Das war das Bild Nummer 1. Genau. Und jetzt haben wir noch Bild Nummer 2. Komplott am Drachengrat. Dieser Autor hat mich gebeten, ein Panorama des Drachengrats zu zeichnen. Aber der Drachengrat ist einfach zu riesig. Ich weiß nicht, ob es da einen Aussichtspunkt gibt, von dem aus man den ganzen Schneeberg überblicken kann. Warte. So eine Art von Szene fühlt sich wie die Endszene der ganzen Geschichte an. Übrigens mag Moriko Schneeberge sehr. Okay, das ist, Liyue unterhalb des des Minendorfs. Wäre es gerade geil. Ich weiß gar nicht auswendig, wie es heißt. Naja, genau. Mingyun-Dorf heißt es. Aber naja, ist tatsächlich doch ziemlich weit weg. Ich dachte, das ist näher dran. Okay, da wären wir. Ah, 11 bis 14 Uhr. Okay, jetzt müsste es passen. Und bada bing, bada boom. Perfekt. Das ist mal wieder so eine Aktion, da investierst du jeden Tag 5 Minuten und kriegst einfach 60 Urgesteine. Das ist einfach hammergeil. Es sieht bereits schon mega kalt aus. Wenn wir mit diesem Buch fertig sind, können wir vielleicht mit Moriko zu einer heißen Quelle gehen und zusammen in aller Ruhe baden. Mal schauen. Danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wir gehen also auch baden. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.